Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen weiter Mass Effect. Und wir sind jetzt hier in einem Sonnensystem namens Gagarin und gucken mal, ob wir hier schon gewesen sind. Na? Oh, offensichtlich noch nicht. Okay, was haben wir denn hier? Ein Leichtmetallvorkommen. Sehr schön. Kobalt. So, und dann haben wir hier Sorgerus. Okay, da kann man aber leider nichts abzwacken. Dann haben wir Reingri. Oh Gott, auf dem kann man landen. Der ist doch bestimmt total heiß. Oh, der ist voll kalt. Okay, aber der sieht voll heiß aus. Gut, da gehen wir gleich hin. Hat was von Mars, würde ich sagen. Pressure. Da können wir leider auch nichts entdecken. Und wie sieht's aus mit Yunthor? Da können wir noch was entdecken. Und zwar Materialien und Schriften. Yay, langweilig. Brauchen wir nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, landen wir hier mal und gucken uns mal hier ein bisschen um. Ich glaube, hier sind wir noch nicht gewesen. Das werden wir jetzt herausfinden. Ist alles Inspiration in Rot. So, mal gucken, ob wir hier die Gate-Aktivitäten haben. Was haben wir denn hier? Eine Anomalie? Eine überrannte Forschungsaußenposten. Das wird wahrscheinlich ein mit Gate überrannter Außenforschungsposten sein. Ist jetzt meine Theorie, weil die haben ja hier dieses System oder zumindest diese Galaxie hier irgendwie überrannt. Dieses Cluster, sagen wir es mal so. Aber wir fahren erstmal zu den langweiligen Sachen hin, sprich zu den Anomalien und den Trümmern, in der Hoffnung, dass wir da irgendwie noch was finden oder vielleicht auf dem Weg dahin noch ein paar Metallvorkommen entdecken. Nur ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die dann auch zu unseren Quests zählen oder ob die einfach nur Geld bringen. Das würde mich noch interessieren. Okay, wir fahren einfach mal hier schön hoch. Ah, so ein schöner Ausblick hier. So. Da ist irgendwas, da ist dieser überrannte irgendwas. Da wollte ich aber erstmal noch nicht hin. Da wollte ich noch nicht hin. Da will ich noch nicht hin. Das ist so krass, wie groß dieser Planet hier sein muss. Also der, unser Nachbarplanet sozusagen. Sind wir auf einem Mond drauf oder so? So riesig. Echt krass. So. Ach, guck mal, wir haben da sogar ein Metallvorkommen. Direkt in der Nähe. Wie praktisch. Das müsste hier irgendwo sein. Hier oben. Hier. Oh ja. Irgendwelche Steinchen. Oh Gott. Fahr mal hier so. Danke. So, stehen bleiben. So. Polonium. Okay. Das heißt, wir kriegen wieder Geld. Sehr schön. Seltenes Element entdeckt. Polonium-Vorkommen. Wunderbar. Okay, haben wir da jetzt eigentlich auch mehr gekriegt? Moment, jetzt würde ich mal gerade gucken. Wo war das denn? Da. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Nee, wir hatten glaube ich 18 oder hatten wir da nur 17? Ich sollte mir vielleicht die Zahlen merken. Also 14, 18, 18. So. Okay, und jetzt gehen wir mal zu der Anomalie, die wir hier unten irgendwo finden. Wahrscheinlich am Fuß des Berges. Da. Sieht aus wie Trümmer. Ja, wir tanzen noch ein bisschen, bevor wir da unten ankommen. Eine abgestürzte Rettungskapsel, okay. So. Da können wir ein Artefakt bergen. Wahrscheinlich wieder irgendwas, was wir schon haben. Medaillon gefunden. Warte mal. Medaillon des Salarianerordens. In der abgestürzten Kapsel haben sie ein Medaillon des Salarianerordens gefunden. Der Besitzer dieses Fundstücks bleibt verschollen. So, jetzt würde ich mich gerade mal interessieren. Ah ja, okay, wir haben da eins gemacht. Das heißt, wir brauchen auch nur noch ein Liga-Medaillon. Ich wusste jetzt nicht genau, ob das zu diesen Medaillons zählt. Auch wenn da Medaillon stand. Ich weiß, ja, ja. So, und dann gehen wir noch zu dem hier. Weil das auch uninteressant ist, in Anführungsstrichen. Und dann gehen wir mal zu dieser überrannten Basis, um zu gucken, was denn da passiert ist. Und wir fahren mal ein bisschen hier einen Umweg. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir sonst schon die Spannung vorausnehmen, dass wir da jetzt quasi auf unserem Weg zu den Trümmern schon an dieser
Forschungsstation vorbeikommen. Das wäre ja langweilig. So. Ich glaube, die war aber hinter diesem Berg, ne? Guck mal, da hoch wahrscheinlich. Guck mal, da sind so Lampen. Schade, dass ich hier nicht mich irgendwie schneller bewegen kann. Oder so ein Flugzeug oder sowas. Das wäre auch nicht schlecht. Vielleicht gibt es das ja in neueren Teilen. Ich weiß es nicht. Ich meine, viele Spielemacher lernen ja aus ihren, was heißt Fehlern, aber aus Dingen, die man besser machen könnte. Und deswegen sind meistens die nächsten Teile zumindest von Steuerung her besser. Ich hoffe, dass einfach, wenn wir da nur ein Mako haben, sofern es wieder diese Mechanik hier gibt, dass man irgendwelche Planeten befahren kann, dann hoffe ich einfach, dass wir, da haben wir wieder ein Metallvorkommen, yay, dass wir dann einfach eine bessere Steuerung haben oder so. So, da oben, guck mal, da haben wir schon was Schönes gefunden. Es ist auf jeden Fall lila. Und es ist Thorium, okay. Natürlich kann ich nicht aussteigen, wenn ich auf halbem Weg irgendwo... So. Können wir nochmal kurz umdrehen, damit wir... So. Sehr schön. Gut, dann bergen wir das mal. Textur, lade nach. Komm schon. So. Ist ja doch größer, als es irgendwie aussah. Und wir haben ein seltenes Element, und zwar Thorium, entdeckt. So, und jetzt will ich gerade mal, finde ich es mal interessant. Ja, wie wir hier sehen, haben wir 19 von 20. Das ist geil. Okay, das heißt, wir müssen gar nicht verschiedene finden, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir schon ungefähr 1 Million Mal Thorium gefunden haben. Naja, nee, also eigentlich können wir ja nur maximal 19 Mal Thorium gefunden haben. Aber ne, ihr wisst schon. Und Thorium ist echt ein Begriff, der jetzt schon öfter vorkam. So. Das heißt, das schaffen wir auf jeden Fall. Ich hoffe nur, also ne, ich habe jetzt echt nicht vor, nochmal die Planeten alle abzufahren. Aber ich glaube, wir haben auch noch einige Planeten allgemein so, die innerhalb des Sternsystems noch nicht erkundet. Und dass es dann reicht. Weil wenn ich jetzt die ganzen Planeten nochmal befahren müsste, auf gut Glück... um so ein Gesteinsvorkommen zu entdecken. Oh Gott, das wäre echt nervig. Ich weiß nicht, ob ich das in-game machen würde. Also in Aufnahme machen würde. Müssen wir mal gucken. So. Aussteigen bitte. Ich stehe doch gerade, Mann. So, jetzt aber. Jetzt aber. So, was haben wir denn hier? Eine abgestürzte Sonde. Okay. Schließen wir mal kurz. So. Sachen gefunden. Nee, ich möchte nicht mit Garus reden, ich möchte gerne einsteigen. So, und dann schauen wir uns mal diesen überrannten Forschungsaußenposten an. Wieso fahre ich rückwärts? Achso, weil ich WASD nicht gefunden habe. So. Vielleicht wäre es einfacher, das mit einem Gamepad zu steuern. Ich weiß es gar nicht. Ich tue mich ja immer schwer mit der Steuerung von Gamepads, weil ich das nicht gewöhnt bin. Und außerdem ist das hier ein Shooter, also irgendwie auf seine Art und Weise. Und wenn es jetzt hier kein Auto-Aim gibt, dann bin ich eh verloren. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das überhaupt gehen würde. Naja. So. Komme ich jetzt hier von hinten quasi hoch, ne? Weil eigentlich gab es ja diese Rampe, mit der man nach oben fahren konnte. Okay, ich warte. Ich glaube, wir müssen... Ach Mist. Wir müssen jetzt hier hoch. Ich glaube, hier können wir nicht hoch, oder? Nee. Ich glaube, wir müssen wirklich diese offizielle Rampe da hochfahren. Schade, Schokolade. Ja gut, dann fahren wir einfach... Fahren wir mal hier zurück. Weil wir haben da ja gerade vorhin gesehen, da waren so Lichterchen, ne? So eine Rampe, also so ein Weg hoch mit Lichterchen. Ich denke, den müssen wir dann auch nehmen, wenn wir hier nicht hochkommen. Oder wir glitschen uns hier irgendwie hoch. Naja, ich will jetzt auch nicht stundenlang hier versuchen hochzukommen, obwohl es nicht geht. Vielleicht ist es voll wichtig, dass wir da... Ey, wir machen uns das Auto noch kaputt hier. Okay, okay. Ich gebe auf. Hast gewonnen, Spiel. Ich fahr jetzt hier zu der Rampe. Wo war die denn? Hier wahrscheinlich irgendwo, ne? Ich würde da hinten irgendwie anfangen. So, warte, wo waren das denn? Wir haben das doch von Weitem gesehen. Hä? Irgendwo hier? Okay, wir fahren einfach mal hier rum. So. Okay, hier sieht das nicht aus, als könnten wir hochfahren. Jetzt habe ich die Orientierung verloren.
Menno! Hier? Nein, auch nicht. Okay. Ach. So. Aber hier. Hier? Nein. Okay, wir umfahren das jetzt einfach. Guck mal da hinten. Da sehe ich doch. Da sehe ich ein Licht. Da seht ihr das? Ja, ist schön scharf. Aber irgendwie, da hinten ist ein Licht. Ach, guck mal, hier sind auch Lichter. Ah, hier ist die Lampe und da hinten ist aus irgendwelchen Gründen auch ein Licht. Vielleicht, naja, keine Ahnung. Wir fahren jetzt hier mal hoch. Das ist ja wohl der offizielle Weg. Das sehe ich jetzt aber so. Gucken, was uns dort erwartet. Potenziell die geht. Alles andere würde mich wundern. Ah, das ist so schön, hier im Dunkeln den Berg hochzufahren mit romantischen Kerzen am Rand. So. Da oben. Wo ist denn hier was? Ich sehe gar nichts. Ah, da. Okay. Haben wir hier schon böse... Oh Gott. Ich ahne, was uns hier erwartet. Ein oder zwei Huskisse. Okay. Die sind wahrscheinlich alle drin und warten auf uns. Okay, ich bin gespannt. Okay, hier ist noch niemand. Wehe, da ist jetzt wieder so ein Labyrinth. Das finde ich dann doof. Okay, ich sehe schon einen roten Punkt auf der Karte, aber in einem anderen Raum offensichtlich. Wir nehmen uns mal die ganzen Sachen hier. Hallo Bäumchen. Erstmal looten. Erstmal belohnen, dann die Arbeit. Oh, warte. So. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nope. Okay. Gut. Dann öffnen wir das Ganze mal hier und fangen das Kämpfen an. Okay. Dann sehe ich... Ach Gott, ich sehe doch schon die schiere Menge an. Oh nein, und schon wieder so eine Art Labyrinth. Da-dum, da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum, da-dum. Hallo. Okay, sie haben angefangen, sich zu bewegen. Oh Gott. Oh Gott. Ich finde ja diese Husks so mega gruselig. Das glaubt ihr gar nicht. Ey, das glaubt ihr sowas von gar nicht. Wie gruselig ich sie finde. Wenn die hier einfach so um die Ecke laufen. Und das Gute an denen ist ja, dass sie nicht schießen. Ja. Also, ist eine der guten Sachen an diesen Husks. Aber wenn die dann so plötzlich um die Ecke kommen und so leuchten, finde ich schon ein bisschen gruselig. Und immer hängt hier ein Medigear-Dingens. Immer. Okay, das waren aber nicht alle, die da draußen hätten gemacht werden können. Hier warten bestimmt noch mehr auf uns. Oder? Außerdem müssten ja hier auch noch Geht irgendwo sein. Sei denn, das hat jetzt nichts mit unserem Nebenquest zu tun, dass hier Geht sind. So, haben wir hier noch irgendwelche Sachen, die wir looten können? Nee. So. Haben wir hier noch irgendwas? Oh Gott, das geht ja automatisch auf. Ihr Säcke. So. Okay. Wie, kommen die von hinten jetzt auch? Wo, auch du Scheiße. Das war eine Falle oder was? War das eine Falle? Hä? Ihr Blöden. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe mich gar nicht erschreckt. Alles gut. So. Na, wie sieht's aus? Da ist noch einer. Ein Scharfschütze. So, haben wir alle? Wir haben wohl offensichtlich alle. So. Nee, okay. Was war das? Achso, du machst nur komisch. Ey! Es waren wohl doch nicht alle. Ey! Hör mal. Hier. Ich möchte gern weitergehen. So. Gut, was haben wir hier? Da haben wir Sachen. Eine Kiste, die wir jetzt mal öffnen. Und das alles nehmen, was es da drin gab. So, was haben wir noch? Hier ein fehlerhaftes Objekt. Noch mehr Sachen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass die Husks, die ehemaligen Mitarbeiter, die ehemaligen Bewohner dieser Station sind und beziehungsweise waren. Ach ja, alles so leer hier. Aber hier muss doch bestimmt irgendwo nochmal irgendein Oberbösewicht oder sowas umgebracht werden. Irgendwas
Wir können doch jetzt nicht einfach hin ein paar Husks umbringen und es passiert nichts. Wahrscheinlich auf dem Rückweg. Wahrscheinlich auf dem Rückweg. Ich sehe das schon kommen, dass wir jetzt da draußen dann irgendwie eine Bataillon von Geht haben, die uns angreifen. Weil normalerweise kommt doch immer dann so ein: Du hast das erfolgreich abgeschlossen, nun kannst du dich zur Normandie zurückbegeben. So. Und hier ist ja bisher noch gar nichts passiert. Ihr folgt mir, ja? Ihr kommt hinter mir her, gut. Ja, also irgendwie war das jetzt langweilig. Haben wir denn jetzt hier... Moment. Ist jetzt hier echt nichts mehr zu erledigen? Ne, offensichtlich nicht. Ja, gut. Gehen wir mal raus. Warten da jetzt ein paar Geht auf uns? Ich höre es schon, ja. Okay. Immerhin. Und ich dachte schon... Ey, ihr zwei. So. Huch, wo kommen ihr denn alle her? So eine Unverschämtheit. Um weitere Geht-Außenposten zu vernichten? Das wird lustig. Okay. Jetzt habe ich das ab... Ich habe zwar jetzt nicht zugehört, was er gesagt hat, aber offensichtlich sind wir jetzt hier fertig, ja? Sehe ich das richtig? Okay, gut. Also, haben wir einen Geht-Außenposten erfolgreich von Geht befreit und von allen Lebewesen sozusagen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Sonnensystem. Rhein-Ingri waren wir jetzt. So, hier gibt es nichts mehr für uns. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Tereshkova. Tereshkova. Klingt alles sehr russisch. Wahrscheinlich haben das Russen entdeckt. So, gucken wir mal, ob was blinkt. Ja, es blinkt etwas. Da hat doch was geblinkt. Kohleartiger Asteroid. Okay. Gibt es da ein Metall? Medaillon gefunden. Ey, wir haben alle Medaillons, wenn ich das richtig sehe. Beim Scannen des Asteroidenfeldes im Tereshkova-System haben sie ein paar anormale Signale empfangen. Nach einigen Versuchen ist es Joker und einem Aufklärungsteam gelungen, ein paar Trümmerstücke des großen Felsbrockens einzusammeln. Unter den geborgenen Stücken befanden sich auch ein Medaillon des Salyarianer-Ordens. Ordens. Ich glaube, wir haben das jetzt... Okay, ich kann jetzt nicht in mein Questbuch rein. Aber oh Gott, hier gibt es aber viele Planeten. Das gucken wir jetzt gleich, sobald wir irgendwo landen. Okay, hier gibt es nichts. Solmarlon. Hier gibt es auch nichts. Mann, das ist ja ein ertragreicher Planet. Warte, wo ist der da? Ah, erkunden. Schwermetallvorkommen, Quecksilber. Sehr schön. Okay, das heißt, da fehlen auch nicht mehr so viele. Wo ist denn hier der Planet? Ach, da. Hunsalra. Okay, da gibt's auch nichts. Nüscht. Dann haben wir Patamalrus. Schwermetallvorkommen Iridium. Okay. Und wir haben Antibar. Auf dem können wir doch bestimmt landen. Yes, wir können landen. Und dann landen wir direkt mal. Und wahrscheinlich haben wir hier auch einen Außenposten. Ist jetzt meine Theorie. Oh, es regnet, stürmt, schneit. Weiß nicht so genau. Aber der Planet ist allgemein eine schneeige Inspiration in Bordeaux. In Gott, guck mal, wie viel Sonnen der hat. Okay, gucken wir mal, was wir hier haben. Wertvolle Mineralien. Wir haben alle Schwermetalle. Ich hatte es doch geahnt. Das heißt, wir brauchen noch ein seltenes Metall und, naja, gut, 6 Leichtmetalle. Ach ja, okay, egal. Wir brauchen noch eine turianische Insignie. Und offensichtlich haben wir diese Medaillons auch gefunden. Das war wahrscheinlich hier irgendwo. Hier, Liga-Medaillons haben wir gefunden. Okay. Boah, wir nähern uns echt hier diesen blöden Scheiß. Kacks, Drecks, Sammelquests enden. Ja, super. Klasse. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir haben eine Anomalie, einen Außenposten und Trümmer. Das heißt, wir fahren erst zur Anomalie. Das ist praktisch, dass sie auch ganz nah ist. Wehe, hier kommt ein Wurm, dann beiß ich den. Oder der mich. Weiß ich noch nicht so genau. Alter. Zwei Sonnen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es hier zwei Sonnen gab. Sah so aus wie eine. So. Hier haben wir... Warte mal, da noch ein Fragezeichen. Das finde ich ja jetzt interessant.
Da war doch vorhin nur eine Sache. Hä? Okay. Wir fahren mal zu beiden Fragezeichen. Oh Gott, scheiße. Ich hab's doch geahnt. Okay, tut er uns nichts? Hat er uns nicht gesehen? Okay, wo ist er jetzt? Da ist er, ganz weit weg. Okay, der ist irgendwie, hat uns nicht richtig fokussiert. Kann das sein? Oh nein, ich wollte eigentlich... Ist der noch da? Lebt der noch? Nee, der ist tot, ne? Nein, er lebt noch. Okay, können wir aussteigen? Ich möchte den... Ich habe gelernt, dass man den am besten selber erschießen sollte. Oh Gott. Okay, so nicht vielleicht. Ey, es leben noch zwei. Es lebt noch einer. Garus lebt noch. Laut Dingens. Okay, letzten Spielstand wieder landen. Oh Gott, das ist Jahre, Hunderte her. Hat er automatisch gespeichert? Nein, er hat... Ja, okay, er hat automatisch gespeichert. Gut, pass auf. Wir fahren da nochmal hin. Ich will den nämlich... Also, man soll mehr XP kriegen, wenn man den... ohne im Mako zu sein, kaputt macht. Das versuchen wir jetzt nochmal. Vielleicht müssen wir den noch ein bisschen mehr ankratzen. Und man sollte vielleicht ein bisschen mehr auf Abstand gehen. Was eine gute Idee ist. So, okay. Das üben wir nochmal. Aber man sieht, er hat schon ganz schön Karacho drauf. So, okay. Herr Dreschschlund, kommen Sie her. Bam, so. Super. Und jetzt nochmal. Wo kommt er hoch? Da kommt er hoch. Wieso so weit hinten? So ein Scheiß. Komm, wir machen den noch ein bisschen weiter runter. Oh. Scheiße. Das ist ja gut geklappt. Das hat ja gut geklappt. Naja, gut. Ist halt jetzt passiert. Wie sieht's eigentlich aus mit den Leveln? Habe ich da eigentlich irgendwie mal schon wieder 20 Millionen Level übersehen? Na jo, natürlich. Wir gehen mal hier so Kommando nach oben. So, was haben wir denn hier? Hä? Sachen. Guten Tag. Ist ein Wrack. Entdeckung. Das Fahrzeug und die Leichen der Menschen tragen deutliche Zeichen von Geth-Waffenfeuer. Ich dachte, die werden von diesem Dreschlund kaputt gemacht worden. Die Geth wurden von dem Dreschlund in die Mangel genommen. Sie haben es wohl nicht besser verdient. Ach, das sind Geth? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ach, das sind Geth. Hi, Geth. Haha. Okay, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so lustig, glaube ich. Oh, was ist das denn? Haben wir da irgendwas Proteanisches? Das sieht sehr proteanisch aus. Irgendeine proteanische Ruine. Okay. Na, was haben wir denn hier? Artefaktbergen. Oh, nicht noch eine Datendisk. Wir brauchen doch nicht noch mehr. Proteanische Datendisk gefunden. Bei der Durchsuchung der Ruinen haben sie eine proteanische Datendisk gefunden. Sie muss von einem der vielen Opfer des Dreschlundes fallen gelassen worden sein. Ah ja, okay. Aber wir haben einiges an Kohle gekriegt, was gut ist. Denn, ja, Kohle ist immer gut. So, dann machen wir uns jetzt mal auf zu den Trümmern. Komm schon, dreh dich mal bitte um. Wieso? Du sollst in die Richtung. So, hopp, 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 hopp. Komm schon. So, ist fein. Gut. So. Dann fahren wir jetzt zu den Trümmern, bergen diese. Ich hoffe, hier kommen nicht noch mehr Würmer. Einer reicht. Und dann, würde ich sagen, nähern wir uns wieder dieser Geth. Ja, das wird wahrscheinlich erst in der nächsten Folge passieren. Dem Geth-Außenposten, um dort noch ein paar Geths zu prügeln. Ach ja. Ich frage mich gerade, also wir kriegen ja immer diese, diese Aufträge hier von den Menschen, also von der Allianz. Und ich weiß ja nicht, ob es irgendwie so eine Art Endkampf geben wird oder sowas. Und ob dann quasi da, ich weiß nicht, die Menschen vielleicht irgendwie rekrutiert werden müssen oder sowas. Und dass dann, also dass man dann halt quasi nur irgendwie Hilfe von der Allianz bekommt, wenn man denen jetzt hier in diesen Nebenquests geholfen hat oder so. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Oh Gott, blockiert. Warum? Wieso? Hier ist doch nix. Kommt jetzt hier ein Wurm oder so?
Nein, hier kommt kein Wurm, oder? Okay, wir... Oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? Hier irgendwo? Hallo? Oh, jetzt hat es da geklappt. Okay, egal. So, okay, blockiert. Ja, wahrscheinlich noch, weil wir hier in der Nähe sind. Gehe ich jetzt mal von aus. Fahren wir jetzt mal hoch. Huch. Komm, fahr. Fahr. Na gut. Jetzt hängen wir hier fest. Hallo, also, oh Gott, wieso fahre ich rückwärts? Weil ich wieder WASD nicht gefunden habe. Ich bin ein Profi im WASD nicht finden. So, dann gucken wir mal. Nee, hier komme ich ja gar nicht lang. Gibt es hier wieder so eine Rampe, wo ich hochfahren muss oder so, die dann so schön romantisch mit Kerzen den Weg zeigt? Oder muss ich hier einfach nur irgendwie... Ah! Oh Gott, der ist jetzt aber... Da haben wir ein Rad verloren. Ich höre doch was. Ich höre doch großes Fluggeschütz. Oh, hi. Na, ihr? Da sind ein paar Kulisschens. Okay. Und Raketenschütze. Komm, wir machen mal einen hier. Noch geht's dem Auto gut. Sehr gut. Ey, bist du tot? Du bist tot. Da, warte, was haben wir hier? Ach, das sind Raketenschützen. Ja, okay. Können wir die vielleicht irgendwie... Oh Gott, die haben sich aber hier ganz schön verbarrikadiert. Okay. Machen wir mal ein paar kaputt hier. So. Und dann steigen wir mal aus. Und machen den Rest. Oder meine Jungs machen den Rest. Da ist irgendwo einer. Ach, sind das hier Schiffe von den Gegnern? Wahrscheinlich, ne? Hallo? Oh Gott. Hier kommen aber einige... Was? Warum? Warum macht ihr das, hä? Sind das... Hallo? Halt auf, ich sehe doch nichts. Okay. Das war Nummer 2. Auf zur nächsten Basis. Ach, okay. Ah, ich dachte, hier muss man noch irgendwo rein oder so. Offensichtlich nicht, okay. Habe ich hier irgendwelche Sachen? So. Okay. Ja gut. Das ging ja jetzt doch schneller als erwartet irgendwie. So, okay, dann zur Normandie zurück. So. Cool, dann haben wir das Sonnensystem auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann werden wir das nächste Sonnensystem vornehmen und dann das allernächste. Und hoffentlich haben wir dann irgendwann auch alle Metalle zusammen und nicht, ich muss nicht nochmal irgendwie wegen einem Leichtmetall oder sowas irgendwo rumfliegen. Das nervt nämlich. Gut, dann würde ich sagen, nee, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!